Das wird er. Herzlich willkommen zurück, Couch & Couch, Trackmania. Wir sind wieder mitten auf der Strecke, bitte gehen Sie sofort zurück ins Renngeschehen. Hannes und ich liefern uns eine epische Schlacht und ich habe jetzt, während ich moderiere, verkackt. Alter, das, guckt euch die Zeit an, ich führe. Ich führe, habt ihr gesehen? Hannes liegt hinten, sehr schlechter Hannes. Komisch, oben steht bei mir Rangliste 1 von 2. Ich glaube, du musst das nochmal nachgucken. Jetzt. Okay, vielleicht bist du auch jetzt doch wieder besser. Aber gerade hatte ich das Gefühl, ich war sehr viel schneller als alles bisher da gewesen. Du warst doch kurzzeitig, für 3 Millisekunden warst du schneller als ich. Oh ja, jetzt hab ich's hier verkackt und mein Dreck nochmal. Oh Mann, dieser Drift! Was hast du denn für eine Zeit gefahren? 8,9? 28,55. Oh, echt? Krass. Ja, aber ich war für einen Bruchteil war ich vorne. Wow! Ist ja nicht zu fassen, ey, wenn ich da einmal nicht gegendödel. Jetzt fährst du auch noch vor mir direkt, ey. Das lenkt mich natürlich ab. Oh, der lenkt zu doll ein. Oh. Eieiei. Nein, 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 nein. Oh, warum? Warum? Das war doch fast richtig gut. Ja, lohnt sich nicht mehr. Shit. Also wenn du es jetzt packst, Nils, ich kann es nicht mehr schaffen. Ich auch nicht. Ist verbockt. Scheiße, Mann. Verkackt, verkackt, verkackt. Diese Kurve hier. Nicht so hart einlenken. Nee, das war's. Fump. So, ich kann schon. Du, da hört's bei Sehr mir gut auf, gefahren. So weit kann ich nicht zählen. Hm? Ist es jetzt schon beim 8:0 oder was? Ach, Hannes. Hast du jetzt noch nicht einmal gewonnen? Nee, da ist Ben. Gut, dass ich gerade komme. Ja, du wirst mich gleich ablösen, aber ich bin gerade so heiß, dass ich noch eine Runde fahren muss. Eine Runde fahren wir doch. Mensch, Nils, es tut mir ein bisschen leid, aber... Wenn ich gewinne, trete ich zurück und dann laufe ich schnell weg und dann muss Ben gegen dich spielen. Oder wollen wir beide tauschen, Nils, und ich spiele gegen Ben? Ja, können wir machen. Ach, Quatsch. Doch, machen wir. Nee, ich... Also, wir beide fahren noch einmal und dann gehe ich und dann kannst du gegen Ben fahren. Nein, ich muss arbeiten. Also, guck mal, was bringt es, wenn die Leute den Zweitbesten sehen? Sie wollen dich sehen, Hannes. Und arbeiten kannst du auch heute bis Mitternacht. Ja, stimmt. Das ist eh Freitagabend, komm. Okay, aber vielleicht schaffst du es ja in diesem Rennen mal... Ja, schaffe ich auch. Das war bisher aber merkst du, Show. Der hat ein bisschen weniger FPS. Irgendwie ist ja, auf jeden Fall, ja. Ist der Rechner ein bisschen abgeschmiert. Das ist wie eine Dia-Show. Vielleicht ist das mein Vorteil. Okay. Oh geil, die fliegen gut, die Autos. Früher waren Rennspiele meine Lieblingsgenre. Oh echt? Und ich habe es immer danach ermittelt, wie weit die Autos fliegen, also wie gering die Schwerkraft ist eigentlich. Zum Beispiel San Francisco Rush für den N64 lag ganz weit vorne, weil die so ungefähr das Gewicht von einer Styroporkugel hatten. Ach, das war's. Ich führe, kann aufhören. Naja, ich try mal nicht ganz so scheiße zu fahren wie gerade. Soll ich euch ein bisschen amüsieren mit Anekdoten aus dem Chat? Ja, bitte. Vom Bleistift, ja. Ich glaube, Hannes und Nils machen das netteste Couch an Couch, sagt Computer Carlos. Ach, Carlos, halt dein Maul. Computer Carlos, du bist echt ein guter Typ auf jeden Fall. Du bist keiner von den verbitterten Hatern. Hier ist nur Liebe im Raum, ich merke das auch. Was ihr die ganze Zeit so zahlen? Normalerweise wirft man sich doch die ganze Zeit Scheiße an den Kopf. Ja, also Hannes wirft ziemlich viel Scheiße. Ich bin ja ein ganz friedlicher Mensch. Weißt du, wie viele Moderatoren man du braucht? Du bist halt auch bei 18:0 oder so, ne? Jetzt weißt du, wie viele Moderatoren man braucht, um eine Glühbirne zu wechseln? Ja. 5. Einer dreht die Glühbirne rein, die anderen 4 werfen sich mit Scheiße.
Hannes, du beleidigst eine komplette Zunft, ne? Eine komplette Berufszunft. Oh nein! Kannst du gleich nochmal machen. Die letzte Kurve, ey, der slidet anders als der Wagen vorher. Oder der ist halt irgendwie langsamer. Oh, schlägt er an. Da schlägt er an. Das ist doch Schmu. So, jetzt anders hier in die Kurve gehen. Zu viel riskiert, zu doll. Zu viel riskiert. Ah, er ist ein Riskierer. Ja, dein Gag kam sehr gut an, übrigens. Oh, die letzte Kurve ist einfach... Ja, also du kannst natürlich Moderatoren durch jegliche Personengruppe ersetzen, dass du das gut annehmen willst. Ey, das ist die größte Cap der Welt. Das stimmt. Das war eine Aufforderung von Chat. Aber okay. Jetzt kann man mal gucken, wie klein Hannes Kopf eigentlich ist. Nee. Ist wie ein Sechsjähriger. Dein Kopf ist einfach voll der Wasserkopf. Boah, fick die... Mann, diese Schleidung. Ah! Ich muss einfach mal durch den linken... Durch die linke Ecke fahren, dann kann ich nicht besser in die Kurve driften. Genau hinter dir, Hannes. Oh nein. Beobachte dich. Oh, er fährt auch immer. Ich fahr jetzt eher links lang. Weil hier. Yes. Oh, wieder zu doll, du über meinen Sproll. Mann, kann ich gleich nochmal machen. Das Spiel. Okay, es ist wieder so ein Spiel, was mir den letzten Nerv raubt. Na, so wie Rack, ne? Ja. Naja, aber Wrecked hat ja noch dieses Rumgeballer und das hier ist so wie Trials. Du musst so, darfst keinen Fehler machen. Jeder Move muss sitzen. Ich glaube, das macht gerade so geil, ne? Dass du eigentlich zu doll die Chance hast, was zu perfektionieren. So. Aber führe ich noch? Nein, du führst! Das gibt's doch nicht! Okay, ich fahre jetzt die Runde meines Lebens. Müssen wir mal im Spiel. Mann, wieso schert der so doll aus? Was bist du denn? Der schert so doll aus, so. Nein, da hätte ich nicht mal bremsen. Ich hab Plus. Echt? Ja. Oh, ey, Hannes. Psst, wie geht es dir? Erzähl doch mal einen Schwank. Wie war und heute? Dann die letzte Kackkurve, komm. Ja, aber komm, du bist durch. Yes, du Stress. Das ist mich schon wieder besiegt. Ja. Oh Mann, hör auf mit dem Hannes, es geht. Oh, ich habe so richtig angespannte Beine. Augengefährlichkeit. Es ist ja, schon wieder so knapp. Das ist mein Bullshit-Filter vorbeigegangen. Alter, Nils. Ah, Nils, der beißt sich wieder ran, ne? Da fehlt nicht mehr viel. Setzt er auf. So knapp war es noch nie. Ah, pimmelige Dreckswurst. So, Ben, du fährst jetzt gegen Hannes. Das ist doch... So, willst du den hier? Nee, nimm dir den. Der läuft flüssiger wie mein Kopf. Ich muss jetzt sowieso erstmal ein bisschen reinkommen. Oh, aber Nils, Alter, okay. Musst du ein Abschlusswort? Das ist nicht mein Spiel, ne? Ben, viel Spaß. Danke dir. Ich gehe geknickt. Was machst du jetzt? Als Verlierer. Ich gehe auf Hannes Platz und kannst du mir ein bisschen, vernichte die Arbeit. Kannst du mein Essen schon mal warm machen? Tschüss! Lass mich alle in Ruhe. Kein Bock mehr hier. Das ist doch scheiße. Wie, du kannst doch den Kommentator machen, aber nee, arbeiten ist nicht so dein Ding. Lass mich alle in Ruhe. Ich gehe jetzt was essen. Jetzt kann ich den Chat aber nicht. Chat, was sagt ihr denn dazu? Es hat Spaß gemacht. Gewinn macht immer Spaß. Startet den Rechner neu, brauche ich nicht. Habt ihr doch gesehen. Oh, es geht schon los. Er ist Gas geben, ist meine Schätzung. Er ist Gas geben, L... Also bremsen, wahrscheinlich. Ja. Und rechte, also roter Knopf ist von Anfang an starten. Gelber Knopf ist von letzten Checkpoint starten. Ist Y? Also gelber Knopf ist Anfang an starten, oder wie? Ja, ich bin halt sonst Playstation-Spieler. Okay. Darum würde ich mit Dreieck und Kreis reden. Man hat auch ein Turbo, oder was? Nee, hast du nicht. Du fährst über so schwarze Dinger. Das gibt Turbo. Okay. Das ist aber auch ein bisschen mies. Das ist ja fast ein bisschen Trial and Error manchmal. Man sieht ja gar nicht, wo es ist. Ja, darum einmal die Strecke heizen und dann die Beine spreizen. Oh, fuck. Los. Ich habe schon mal eine Zeit gesetzt, aber die war kacke. Ja, meine war noch beschissen. 6 Sekunden schlechter sogar als du. Ah. Ist sowas wie ein Turbo starten? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee.
Das ist halt hier kein Mario Kart. Bam, bam. Oh, okay. Die Kurve ist auf jeden Fall voll rein. Void the center. Okay, du selbst. Ah, okay, Moving, nee, nee. Ja klar, Schreckkraft ist nicht so geil. Okay, das war doch mal eine Zeit. Alter, du führst. Shit, bitch. Two, one. Was krieg ich von dir, wenn ich dich jetzt einhole? Einen halben Mark. Einen halben was? Oh, Augenlicht, Gesundheitsnieser. Deine Beleidigungen sind keine Beleidigungen mehr, ne? Nee, weil ich habe ja gehört, hier Rinder gucken zu. Okay. Es ist aber auch viel wichtiger, wie man was sagt. Du kannst eigentlich jedes Wort sagen, wenn es beleidigend gesagt wird, ist es beleidigend. Ey, ich bin schon ganz zufrieden in meiner Zeit. Aber jetzt schlage ich dich. Ich schlage dich. In dein Auge. Nein, das gibt's doch nicht! Alter, du bist so ein, jetzt verliere ich nämlich in einer Tour, weil du nicht Nils bist. Oh, Ficke, das war nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, scheiße, der war so perfekt bis dahin. Ach so, wo ist denn generell komplett neu starten? Rechts. Ach so, B, okay. Ich hab's schon verkackt eigentlich, ne? Fahren wir jetzt eigentlich Community-Strecken? Du Hundekind! Oh, das Hundekind fliegt gut. Nur nice. Oh Mann, dieser Kack! Ja, diese geilen Beats. Ui, okay. Nein! Oh. Wieder nicht, oder was? Lass mal ein Codewort ausmachen, wenn du die Zeit schlägst. Ich kann das aber nicht unterscheiden. Oben steht eine 1 jetzt bei dir. Ach so, ja, okay, machst du denn, ja klar. Oh. Ich hab noch 1 Minute 30, ich töte dich! Und es startet schon einfach nur mit hingekackter Scheiße. Warum bist du eigentlich Italienisch oder so? Sagt er erst immer in einer anderen Sprache. Keine Ahnung. Oh, guck mal, wir fahren fast gleichzeitig jetzt, Hannes. Jetzt kannst du ja was lernen noch ein bisschen, wenn du möchtest. Oh, dieses... Shit, ja, ich war aber auch schlecht. Das wird nicht besser als die davor. Ah. Oh, du liegst aber nur eine Sekunde hinter, ey. Also genau genommen haben wir jetzt noch 2 Fahrten, wenn es gut läuft. Komm jetzt. Nein. Komm. Na, das gibt es doch nicht. Wann hast du denn die Zeit? Das war die dritte Runde oder so. Ah, zu viel Speed verloren, aber... Ah, exakt dieselbe Zeit nochmal gefahren, ey. Shit. Aber das heißt ja, dass sie ganz gut ist. Na, okay. Ich weiß halt. Man darf auch nicht mehr zu Ende fahren, wenn die Zeit vorbei ist, ne? Ja. Fuck, okay. Alter. Du hast verloren, ne? Ja. Yay. Krass. Ja, gut, also ich darf jetzt eh nicht mehr zu Ende fahren, wenn die Zeit. Shit, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Mann. Das liegt natürlich nur an meiner FPS. Wir können ja mal tauschen. Nein, leck nicht. Aber das ist ganz geil, oder? Alter, es gibt sogar ein Ranking nur für die Stadt, oder? Du kannst jetzt sagen, gefällt mir. Geile Strecke. Hab ich. Benson Hatches. Hannes 0, Ben 1. Sehr gut, Community. Ja, gut, zählt mal mit. Ben ist King. Was kann dieser Ben eigentlich nicht? Ben ist Mega King. What? Ben Kenobi. Was ist denn dein Lieblingsrennspiel? Das hier. Ich kann jetzt nicht reden. Ich kann nicht reden.
Oh, ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass es nach links geht. Ey. Nach rechts. Nicht so eine gute Idee. Nicht so eine gute Idee. Alter, ich mach hier Kickflip Bluey, ey. Irgendwie scheiße. Ach gut, dass du genauso beschissen fährst wie ich. Alter, kann ich mal aufhören, hier einfach links und rechts zu sliden? Oh, was ist denn hier mit der Steuerung? Merkst du das? Der Boden. Alter. Alter, ja. Es ist eigentlich mehr Eis als Dreck, ne? Aber steckst nicht drin, weiß ja nicht, wie es ist. So, ich habe eine richtig beschissene Zeit vorgelegt. Ja, Burger King. Meine ist noch beschissener. Wie eben auch wieder 6 Sekunden oder so schlechter als du. So, jetzt fick it, Alter. Geiler Beat. Nicht so gut, oder? Na, ich muss wieder neu starten, weil mein Wagen einfach nur Scheiße produziert. Ich lenk mal nicht. Hast du die erste Kurve schon mal nicht gelenkt? Das mache ich jetzt. Oh. Das ist aber generell im Kurven so an sich, dass man lenken sollte. Ui, 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 ui. Oh, naja, gar nicht übel. Oh, ist das schon wieder. Oh. Ey, hier muss man richtig kontrolliert fahren. Ey. Hier, die verzeiht nichts, die Strecke. Ah, okay. Ich dachte, das wär's hier. Gut, da ist das Ziel. Gut, ist eine Zeit jedenfalls. Was ist denn das da für ein Stein, der da rumliegt? Du bist direkt vor mir, du irgendwas. Ah, diese Bumps sind so mies, ey. Ficken. Ah, ich dachte, harte Kurve. Oh, baumig, flaumig, shit. Man darf die Kurven auch nicht zu eng nehmen. Du führst! Ah! Ich glaube ja auch, du schummelst, ne? Wie denn zum Beispiel? Puh, okay. Nochmal 2,5 mal draufgelegt. Ah, oh, jetzt. Mann, wo ist Nils, wenn man ihn mal braucht? Oh, wow, wow. Ey, jedes Mal hier irgendein. Du bist zu gut, Ben. Ich wusste, du bist halt auch so ein Typ, der einfach so schnell adaptieren kann. Wahrscheinlich, Alter. Weil. Ja, den Stein meine ich. Wahrscheinlich, weil du adaptiert bist. Oh Mann. Und dann. Ja, aber ich meine, in der Regel zum Beispiel Rektor oder so. Du bist doch auch super, super flinken Kopf und kannst richtig, richtig gut spielen. Mashed, das Ding ist, Things, wenn wir sowas spielen würden, wir würden es so wie Mashed oder Racked oder so irgendwie Suchten. 3 Tage am Stück spielen oder so, das würde zu 50-50 werden, würde ich mal vermuten. Das Ding ist, ich bin ja auch ein paar Jahre jünger noch als du. Ja, deine Reaktionen sind die noch. Sind halt noch katzenartig. Das gibt es nicht, dieser Kackbaum! Alter, ich komme immer wieder auch auf dieselbe Scheiße. Jetzt baue ich auch nur Mist gerade. Ich muss so. Ah, okay. Schlecht. Einfach nur scheiß schlecht. Oh. Dieser bekackte Baum. Ja, ich kann es nicht mehr schaffen. Du hast gewonnen. Ficken. Echt? Nice. Ich habe aber, ja. Oh. Aber ich war auch gar nicht zufrieden mit der Runde, ey. Oh. Weil da hätte man mehr rausholen können. Aber ja, dieser Belag, wie du schon sagst, ey, das fühlt sich nicht an wie Autofahren. Auf jeden Fall. Das ist mehr so Hovercraft oder so. Alter, jetzt fahre ich besser als jemals zuvor. Shit. Na, egal. Ja, Ben, 2 zu 0. Nice! Ah, Fugge die Fixen, ey.
Wieso sind wir auf einmal in einem Bild? Was soll das hier, hä? Ist doch schön. Ach so, damit man Dings sieht, damit man das Finale, ja, ich bin dümmlich. Oh, ich möchte dich am liebsten knutschen und töten gleichzeitig. Aber die Dirt-Strecken sind doch schwere, sagt Boof da. Du hast verdammt recht. Boof da. Ein Ban, sie zu knechten. Ach geil, hier haben wir auch den Chat hier. Chat Faker. Hades wurde gebankt. Benzilla. Benzilla. Ben 2. Hades 0. Ben Still King. Oh Mann, ich möchte dir die Augen eindrücken, ey. Und das mit dem Lolli. Es geht los, alright. Du Groß. Das ist immer der spannendste Moment, wenn die Maps gerade neu anfängt. Und man sagt Maps, auch in der Einzahl. Alter, die in der Regel, die erste Runde, die ich fahre, ist das crappigste auf Erden. Ich glaube, das ist fast so psychologisch, weil danach gebe ich mir Mühe. Oh nein, das war natürlich... Uiuiui, gut, dass ich dich gesehen habe. Was soll die Kacke, ey? Das ist ja nur tödlich. Und was fliegen denn da für komische Teile weg? Okay, okay. Das ist auf jeden Fall eine spannende Strecke. Weil du kannst die ganze Zeit Vollgas geben. Hier gibt es nicht irgendwie so super knifflige Passagen und so. Oh. Hier geht es wirklich dann, glaube ich, ein bisschen mehr um 100. Immer die rechte Tür. So eine Kacki-Mazis. Alter, okay, du kannst ja gar nicht mehr lenken, wenn der Vollgas ist. Macht. Ah, bremsen. Finde ich besser als Bean. Alter, das Driften geht ja ab. Ey, was? Yes. Ich möchte dich essen. Okay, da check ich, was man da machen muss. Okay, vielleicht kriege ich das ja sogar hin. Alter, okay, geil. Das war eine gute Runde. Ich reg mich so derbe auf, weil ich immer die gleichen Fehler mache. Ah, ja, shit, ah, ficken. Ey, diese eine Kurve ist super mies, ey. Diese eine Linkskurve. Aber hast du mal drauf geachtet, wenn die Runde anfängt, unten rechts, ist ja dieser Kreis mit dem, wo steht, wie schnell du fährst und so, ne? Ja. Wenn das Spiel anfängt, ist da so ein Stock-Footage. Vielleicht kennst du das ja auch. Hier gibt's mehrere. Ich habe schon mehrere Stock-Footage gesehen. Ey, ich verkack gegen dich! Oh, jedes Mal! Ah! Ist es eigentlich schlauer zu springen oder auf der Strecke zu bleiben, um mehr Speed zu holen? Ich glaube, wenn du hochspringst, wenn es eigentlich nach oben geht, dann ist Fliegen genauso gut. Aber ansonsten natürlich jede fehlende Kontraktion zum Boden ist natürlich fehlende Beschleunigung. Darum am Anfang schon überlege ich halt, ist es schlau, jetzt hier vom Gas zu geben? Wenn man runterfällt, ne? Ja. Oder? Gleich am Anfang. Ach so, damit du da so runterbikst, ne? Du hast recht. Und genauso wie jetzt hier, ach so, das kannst du natürlich nicht sehen, zu bremsen, um hier den Speed zu kriegen. Yes. Oh, es war so Alter. Schlau! Alter, ficken. Okay, naja, gut. Ey, diese eine Kurve wirft mich jedes Mal raus. Ey, ich verliere so viel Speed.
Jetzt, die ich, glaube ich, genau schlage ich dich. Einmal gut gekriegt. Jetzt schlage ich dich. Ich habe nochmal draufgelegt gerade. Nein! Mann, fick! Ist es schlauer, an die, hier, lieber Chat, ne? Die das Spiel spielen. Jetzt kommt hier diese, nach dieser Kurve. Ach, Kid. Ich bin jetzt hier vom Gas gegangen, um das nächste Speed-Teil zu kriegen. Ist es schlauer? Man springt über so ein, da war diese Kurve, da kommt so ein Speed-Teil, die zweite Kurve, hör mal zu. Ja, ja. Da kommst du auf ein Speed-Teil und dann kam ein Jump vor dieser miesen Kurve. Ja, ja. Aber der Jump, wenn du jumpst, springst du über das Turbo-Teil rüber. Also hab ich gedacht, ich bremse vorher, um auf das Turbo-Teil zu kommen. Echt, bei mir war es am Ende so, dass es auf jeden Fall nicht cleverer gewesen wäre, weil ich über jeden von diesen Bumps rübergesprungen bin. Okay, Chat schreibt, ist nicht schlau. Folge dem Flow der Strecke, musst Fullspeed springen, ist... Nein, springen ist besser, aber in der Kurve mit den Buggies, sonst hast du doppelte Airtime. Sei eins mit der Strecke. Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Oh! Nice. Danke, Chat. Okay. Man muss dieses Spiel nicht intelligent spielen. Wieso, hast du gerade Tipps bekommen? Nee, ich habe doch gerade alles vorgelesen. Achso, ich dachte, du hast gerade noch, weil du so oh gesagt hast, dachte ich, oh, geheime Infos. Okay, ich mach mich nass. Alter, ey, diese Bäume! Ich finde diese also das fühlt sich null nach Dreck oder so an. Das ist echt wie auf Eis oder wie auf Wasser fahren. Ah, oh, wie hast du. Oh. Ich frage mich auch manchmal, ist es nicht schlauer, die Bande zu bumpern? Ja, ich habe gebremst und bin so. Ja, achso, jetzt fahren wir mehrere Runden übrigens. Oh, echt? Mhm. Das heißt, es zählen nur beide Runden. Ich weiß nicht, wie viele wir fahren, ich sehe es nicht. Hä, es zählt nur, wenn man zwei Runden... Ich weiß es nicht. So war es jedenfalls vorhin. Nein, wir geben einfach unser Bestes. Genau. Ja, eben habe ich die Bande geknutscht, bin genauso schnell gefahren, wie wenn ich bremse. Das ist ein bisschen... Aber ich glaube, wenn man smart driftet, dann ist, glaube ich, das Beste. Wie ist es denn, wenn man arschfistet? Das kommt ein bisschen drauf an. Also da kann man sich schnell mal eine Infektion wegholen. Also am besten mit Gummi, Hannes. Gummihandschuhen? Mit Gummihandschuhen, genau. Also auf jeden Fall auch nicht, wenn du gerade in der Küche warst, eine Schnittwunde hast oder so. Ist generell Fisten eine ganz schlechte Angelegenheit. Oh, du Augenau. Augenau. Okay, ich versuche jetzt mal nur die Wand zu knutschen. 200, ja, okay, auf 190 Monat. Egal. Alter, okay. Okay, der driftet krasser als jeder Block-Hustler. Ich frage mich auch, ob man was gegen das Wasser machen kann, dass man da so ein bisschen mehr... Ja, ne, habe ich mich auch schon gefragt. Das ist sonst ein bisschen dämliches Element, weil man ja einfach nur langsamer wird. Slow down, es geht links, danke. Chat, na, ich kann eh nicht lesen, aber... Kann man das Wasser irgendwie avoiden? Plus 0,0,0,0,2. Zu hart. Alter, brennt. Nein, ich bin voll daneben, scheiße. Achso, guck mal, es zählt auch nur eine Runde, weil da oben steht auch 32. Okay. Ja, Ben, du ziehst mich echt ab. Ich bin hier der neue Nils. Das Geile ist, er zeigt unten immer so plus minus an, ob man besser ist, aber er zeigt es nur ob der eigenen Zeit an. Das ist doch Quatsch. Ich denke immer so, yeah, ich lieg vorne und dabei schlage ich nur gerade meine eigene Zeit. Ist mir doch kackegal, meine eigene Zeit. Oh, das war das mieseste ever. Hey.
Oh, oh, nicht vom Gas gehen, du Arschblät. Mann, fuck. Ich glaube, du kannst doch eigentlich nur hier eine geile Zeit machen, wenn du eine Runde vorher gefahren bist. Deswegen dieses B-Drücken ist super, super schlecht. Dann schaffe ich es auf jeden Fall nicht mehr. Weil ich dumm bin. Ich habe nämlich gerade neu gestartet. Shit, Mann, Ben. Wieso spielt alle da? Oh, Mann. What? Echt? Was? Nicht ernsthaft? Wie, können wir nicht noch eine Runde machen? Wie spät ist es? Was heißt denn jetzt nach der Runde? Nach der nächsten? Nach der kommenden? Ich habe verstanden, nach Werbung ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Willst du mich verarschen? Nein. Wie ist es 16:30? Soll das nicht bis 17:00 gehen? Okay, Ben hat mich geschlagen mit 4 oder 3 zu 0. Ja, sehr gut, ey. War aber spannend, ey. Spannender als gegen Nils. Ah, naja, du bist halt der Hannes und ich bin der Nils. Und Nils ist. Ja, weil alles ist immer relativ. Der Hannes ist relativ. Hannes sein. Wir müssen wahrscheinlich abmoderieren, oder? Ja, machen wir das auf professionelle Art und Weise, indem wir sagen: Hey, Couch on Couch, seit langem mal wieder da, es hat Spaß gemacht. Ja. Nächstes Mal mit Co-Piloten, das wäre noch geiler. Marco war kurzzeitig mein Co-Pilot. Mein Co-Pilot. ich würde sagen, gerne wieder. Ist ja nun jetzt, dann laden wir professionell mal mit Vorbereitung noch mehr Strecken runter. Jetzt haben wir keine Strecke von euch gefahren, sind keine von euch gefahren, das tut uns leid. Das liegt aber daran, dass immer alle anderen Menschen, nicht wir, natürlich nicht richtig vorbereiten, ne? Genau, hier arbeiten nur zwei Leute in dieser Firma. Ganz der genau. Rest sind Statisten. Hannes und Ben. Eben. Darum schaltet vielleicht, nächste Woche bin ich Freitag nicht da. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Couch on Couch mit den zwei hübschesten Dudes, die andere fertig machen und eventuell hässliche Po-Piloten haben. Ich bin voted im Forum fürs nochmal Couch on Couch. Es hat nämlich Bock gebracht und ich bin jetzt heiß darauf, dich zu battlen. Und ich bin heiß auf Community-Strecken. Ist immer geiler, wenn die Leute, die gebaut haben, sogar noch zugucken, die Leute sich zerlegen darauf, glaube ich. Das stimmt. Das ist ein bisschen schade, dass wir es nicht geschafft haben. Und diese Dirt-Strecken, ich habe gerne auch was mit Looping. Es gibt ja auch so Korkenzieher und sowas. Wir sind das nächste Mal wieder da. Das Ding ist, du bist ja auch demnächst im Urlaub. Eigentlich müssen wir es nächste Woche mal irgendwo einschieben. Eigentlich müssen wir es nächste Woche Freitag nochmal einschieben, ne? Freitag bin ich nicht da. Du bist Freitag nicht da? Nee. Dann Donnerstag. Donnerstag ist aber auch bildschön. Vielleicht machen wir es einfach vor bildschön und ich kriege so viereckige Augen. Das ist ja relativ nah an Rollercoaster. Wir sprechen einfach mal mit den Chefs, die das zu entscheiden haben. Also drauf geschissen. Und kümmern uns darum, dass wir nächste Woche einen Termin kriegen. Wir kicken alles andere Scheiß auf andere Formate wie Gothic 2. Bärensimulator. Was ist? Läuft es noch? Nee, es läuft nicht mehr. Es wurde abgesetzt nach zwei Folgen. Cool. Aber nicht wegen dir, sondern wegen Felix. Nee, die Leute, die wollen nicht so fette Typen sehen, ey. Und die Bärte nerven die auch. Also, an dich, lieber Streckenbauer. Bau doch mal eine coole Strecke. Also nicht so eine, wo man 40 Mal fahren muss, bis man die einmal mit 3 Minuten geschafft hat, sondern was Hübsches. Aber ich glaube, das könnt ihr. Und wir freuen uns dann nächste Woche drauf. Ja. Marco wird sich drum kümmern. Ja, hast du noch was zu sagen, Gewinnertyp? Ich bin jetzt noch voll im Race-Modus, weil ich dachte, wir haben nur eine halbe Stunde. Nee. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als zu abmoderieren, was du perfekt gemacht hast. Schöner hätte ich es nicht machen können. Ich will nur Tschüss sagen und ein schönes Wochenende wünschen, falls wir uns nicht mehr sehen. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.